Aber wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, also auch für die Zuhörer, ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, weil ganz oft schauen die ja auf so diese Unicorns im Auto 1 an 26 ja. Get Your Guide und denken dann, oh mein Gott, die verbrennen ja so viel Geld, das ist nicht nachhaltig und so weiter. Du raised niemals so viel Geld, wenn du nicht einen Kern hast, der sehr profitabel ist. Also wenn du nicht ganz klar zeigen kannst, also jetzt, ob das jetzt bei Valentin oder bei mir in Deutschland ist oder wo auch immer, sozusagen, wenn du nicht zeigen kannst, pass auf, hier funktioniert es, hier ist es richtig profitabel und da gibt es noch die Länder, irgendwie USA, das ist bei uns beiden und dann noch ein paar andere, wo wir noch investieren können und da wird sich dann das Modell replizieren und dann gehen wir von Punkt A zu Punkt B. Aber ist das wirklich so? Meine Frage, ich wollte dich jetzt eh fragen, in der aktuellen Phase, jetzt alle gucken auf WeWork, die machen ja so ein bisschen dieses Großdenken so ein bisschen wieder kaputt, weil da war auch ganz, ganz viel Fantasie im Spiel oder Uber ist ja auch so ein Beispiel und jetzt sieht man, oha, das war dann doch nicht so. Also ist, oder hast du da die Sorge manchmal, du bist ja auch von Softbank finanziert, zum Teil zumindest, dass da jetzt wieder irgendwie sowas passiert, dass das wieder ein bisschen zurückschlägt? Also langfristig auf gar keinen Fall. Ich denke, man muss eben immer schauen. Also es gibt immer sozusagen schlechte Beispiele und jetzt WeWork gehört sicherlich, zu, also wo ich auch sagen würde, ich habe da nicht die Fantasie zu sehen, wie ein Anbieter von Coworking Space irgendwie ein Tech-Unternehmen bewertet sein kann, aber gleichzeitig ist eben ein Modell wie ein N26 oder ein Get Your Guide, was reine digitale Modelle sind, die extrem hochmargig sind, die wahnsinnig profitabel in bestimmten Segmenten operieren und wo du mit Zahlen ganz genau messen kannst, wie du von Punkt A zu Punkt B kommen kannst. Da verstehe ich das total und da verstehen das auch die Analysten. Ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen zu sehr von der Presse du jour leiten lässt und sagt, oh mein Gott, das ist irgendwie alle sagen was Negatives über WeWork, deswegen ist die ganze Tech-Branche schlecht. Also das ist definitiv deutlich differenzierter.